Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich bin mal zu dem Planeten geflogen, auf dem wir letzte Folge drauf losgeflogen sind. Und ich bin ja ein bisschen drauf rumgeflogen. Dafür, dass hier... Ach, fuck. Anzug gewechselt auf Artemis Suit Class 3. Inhalt Forscher. Ausgeschifft vom Schiff zu Planet Sute B6. Hier sind so ganz komische Sachen. Werkzeug Genetic-Sampler bereit. Ja, die sehen interessant aus. Aber das ist echt schwer, hier was zu finden. Ich wollte mit dem Buggy los. Willkommen an Bord, Kommandant. Einstieg ins Schiff. Werkzeug eingefahren. Setze Aufklärungsfahrzeug mit Starter ab. Ich muss sagen, dass man mit dem Flieger hier echt super so über die Planetenoberfläche drüber sausen kann. Als wäre der da wie dafür gemacht. Dass ich hier auf diese komischen Bubbles aufgesetzt habe, habe ich gar nicht gesehen. Schauen wir mal, ob wir hier in der Gegend noch welche finden. Davon. Oh, da unten sieht ganz gut aus. Da hinten. Und ja, dieser Planet ist auch wieder so hügelig. Zumindest teilweise. Aber wir nehmen das jetzt einfach so hin. Ich habe mich beruhigt. Die sind bestimmt noch zu nah hier. Fahrzeugassistsystem aus. Ausgeschifft aus SRV zu Planet Sute B6. Ah, ne. Werkzeug Profilanalysator bereit. Werkzeug Genetic Sampler bereit. Sample Clypeus Margaritus. Gattung Clypeus. Habe Türkis. Einstieg in SRV. Werkzeug eingefahren. Da hinten ist, glaube ich, das nächste, wenn ich diese Perlen hier durch habe. Tonung liegt auf Wenn. Da ist auch was Grünes. Ah, guck mal da. Könnte von der Entfernung sogar hinkommen. Ausgeschifft aus SRV zu Planet Sute B6. Wird's hier dunkel oder sah das gerade nur so aus? Ausgewählt. Das war jetzt mal einfach, ne? War recht cool, eigentlich. Weil es relativ schnell ging. Gattung Clypeus. Analyse Clypeus Margaritus. Gattung Clypeus. Willkommen an Bord, Kommandant. Einstieg in SRV. Werkzeug eingefahren. So, darf ich jetzt auch mal reden? Ja, im Hintergrund lädt schon die Folge für euch hoch. Nächste. Die ihr vor 2 Tagen gesehen habt, die lade ich gerade hoch. Während ich die jetzt hier spiele. Ausgeschifft aus SRV zu Planet Sute B6. Werkzeug Genetic Sampler bereit, Kommandant. Codex-Eintrag Frutexa Metallicum Grau erzeugt. Log Frutexa Metallicum, Gattung Frutexa. Klingt wie was zu essen. Eingefahren. Willkommen an Bord, Kommandant. Einstieg in SRV. Diese kleinen grünen Dinger sind in der Regel, muss man für die nicht weit fahren. Also um die nächsten davon zu scannen. Frage ist, in welche Richtung sind noch welche? Versuch's mal da hoch vielleicht. Ich finde das auch geil, dass das einfach hier die Spuren im Sand hinterlässt und die nicht sofort wieder weg sind. Also es gibt ja viele Spiele, da werden auch so Spuren gemacht. Wenn das Fahrzeug dann 10 Meter weg ist, dann lösen die sich auch wieder auf. Ja, das ist so als, ja, weiß nicht, ist wahrscheinlich performance-technisch so gemacht. Steht noch was?
sieht aus wie ein Kaktus. Wow, 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 ruhig. Na, ruhig. Diese Bubble-Dinger hier sind ziemlich oft hier anscheinend. Alles andere ist eher so spärlich. Naja, diese Kakteen, ne? Die sind halt hier mehr vertreten. Vielleicht nehmen wir erstmal die mit. Weil, ich glaube, die geben mehr als dieses grüne Zeug. Schnell aussteigen, bevor der sich wieder überlegt, den SRV zu Planet Zute B6. Das Teil sieht falsch aus. Codex-Eintrag Cactoida Cortexum Amethyst erzeugt. Loop Cactoida Cortexum, Gattung Cactoida. Einstieg in SRV. Cactoida. Ja, in welche Richtung wächst ihr denn, ihr Cactoida? Wächst ihr mehr in diese Richtung? Oder mehr da oben hin? Die kleinen Dinger sind ja echt überall, ne? Oh, die sind aber auch steinhart. Also kannst du hier einen Buggy dran kaputt fahren. Halt, 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 halt. Nein, 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 nein. Keine Cactoida. Ich denke mal, maximal 3 Proben werde ich hier mitnehmen. Das andere ist ein Bakterium. Das habe ich auch schon gesehen, als ich hier gelandet bin. Ich glaube, die hier hatten wir schon, ne? Das sind doch die von gerade. Vielleicht mal in diese Richtung versuchen. Kann man noch ein bisschen mehr Stoff geben. Schauen wir mal, wie lange wir hier auf dem Planeten halt dafür verweilen müssen, können. Wenn es jetzt ewig dauert, die 2 Cactoida zu finden, dann reichen auch die. Wie gesagt, ich fände so eine Karte eigentlich ganz cool, die man... Da hinten sehe ich eine. Die man hier, auf dem Planeten selber benutzen kann, so dass man gucken kann, ja, hier ist Gebiet von dem oder hier ist Gebiet von dem. Ich wollte auch in diese Richtung gleich weiterfahren, deswegen habe ich das direkt so hingestellt. Werkzeug Genetik-Sampler bereit, Kommandant. Ah, guck mal, da. Gattung Cactoida. Ändert sich auch der Balken an diesem Döschen da. Er wird dann mehr, ist ja auch cool. Also sehr viel Liebe zum Detail, sehr viele kleine Details, die hier in dem Spiel eingearbeitet sind. Oder da hinten, vielleicht gehen die schon. Cactoida. Fahrzeug ist zu sehen. Aus. Ausgeschifft aus SRV zu Planet Zute B6. Ja, wenn die noch hinbekommen, dass man durch die Schiffe laufen kann. Die ist zu nah. Doch, ewig weit weg. Da wäre wieder das grüne Zeug gewesen. Nee, wenn die noch hinkriegen, dass man durch die Schiffe laufen kann. Und dass sich vielleicht die Stationen von innen ein bisschen anders aussehen oder anordnen vielleicht. Man könnte das ja in so ein Modularkonzept einbauen und dass sich die halt, wenn die Station generiert wird, baut sich die halt aus so modularen Teilen zusammen. Ja, dass nicht jedes Geschäft immer an derselben Stelle ist. Also als wäre das so ein, als wäre eine Raumstation so ein Stangen, so eine Stangenware, ne? So, oh ja, wir haben 10 Raumstationen bestellt, sehen wohl alle gleich aus.
Naja, Licht können sie ändern. Licht können sie ändern, kein Problem. Komm, noch ein Kaktui da. Irgendwo hier haben wir auf jeden Fall viele von diesen Büschen. Ja, das wäre so mein Wunsch, ne? Durch Schiffe laufen halt. Nicht diese Animation, dunkler Bildschirm, ich sitze im Cockpit. Steige aus, dunkler Bildschirm, ich stehe davor. Sondern ich gehe in mein Raumschiff die Treppe rein. Das wäre noch so das i-Tüpfelchen mit dem etwas variierenden, da vielleicht? Etwas variierenden. Es ist Raumstation. Und für mich ist das. Jo. Dann ist das für mich das perfekte Spiel. Ja? Die ein, zwei Bugs beheben, die ja anscheinend schon ewig drin sind. Die der Tastenkombinations-Tastenbelegungs-Bug. Und vielleicht, dass man nicht ständig so krasse Hügel hat, dass man da noch nicht mal drüber laufen kann. Komm, noch eine Kaktuida, das gibt's doch nicht. Und vielleicht so ein paar Quality of Life Sachen, ne? Wie ich sagte, so eine Karte. Warum habe ich hier keine Karte von, ja, die vielleicht? Oder sind das die, wo ich eben war? Von dem Planeten hier, dass ich weiß, ah, ich bin jetzt hier in einem Kaktuida-Gebiet oder ah, ich bin, keine Ahnung. Das aus SRV zu Planet Zote B6. Grün, war das gut? Ja. Ausgewählt. Sample Kaktuida Cortexum, Gattung Kaktuida. Analyse Kaktuida Cortexum, Gattung Kaktuida. Die sagt das so geil, dieses Kaktuida. Mega. Einfach nur mega. Natürlich mal wieder bequem hinsetzen. Dann suchen wir mal die Grasbüschel. Die waren ja jetzt hier doch was mehr vertreten. Hier hinten in der Ecke irgendwo. Da, da haben wir schon das erste. Ich glaube, das geht jetzt schnell. Dann haben wir drei Stück. Und dann hoffentlich nochmal ein paar Millionen. Schnell ausspringen. Ausgeschifft aus SRV zu Planet Zote B6. Und das ist ja schon mal so die, Analysator bereit, Kommandant. Die, Energielink ausgewählt. Werkzeug Genetic Sampler bereit, Kommandant. Loop Frutexa Metallicum, Gattung Frutexa. Ich wollte eigentlich sagen, das ist ja dann die Jungfern- Werkzeug oder die eingefahren. Feuertaufe für das Schiff. Einstieg in wo es dann wirklich, weit, weit weg geht, sobald der Frameshift fertig gepimpt ist. So, wo habe ich die daneben immer die ganze Zeit gesehen? Also generell so eine Systemkarte von oben wäre nicht schlecht, ne? Da ich jetzt M drücke und ich dann halt einen etwas größeren Ausschnitt von dem Gebiet habe, wo ich mich gerade bewege, dass ich mal sehen kann, von wo ich kam und wo ich hingefahren bin. Von mir aus kann man das ja auch noch mit so einem auch mit so einer Sache verbinden, mit der man Geld machen kann, also so Kartografer-mäßig, ne? Du fährst halt hier rum und erstellst halt von dem Gebiet halt eine Karte. Kannst sie dann verkaufen und... Also das wäre doch mal eine Idee. Ausgeschifft aus SRV zu Planet Zote B6. Passt. Genetic Sampler ausgewählt, Kommandant. Sample Frutexa Metallicum, Gattung Frutexa. So, jetzt musste ich noch wissen, wo das Schiff eben stand, weil da war ja auch ein so ein Busch. Werkzeug eingefahren. Ja, wenn ich habe mir schon gedacht, wenn ich im Sommer in den Urlaub fliege, das Ganze kann man ja auch über Nvidia Now spielen. Dann werde ich mir meinen Laptop mitnehmen und dann werde ich einfach ein bisschen abends entspannen in der Türkei auf dem Balkon. Einfach was durchs Weltall reisen. Weil mit diesem Nvidia Now, ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert, das ist echt eine coole Sache. Das funktioniert wunderbar und die sind ja mittlerweile dran, da kann man ja schon auf dem Fernsehen machen, ne? Oder sogar im
Explorer, ne? In dem neuen. Aus SRV zu Planet Zoote B6. Im neuen Windows Explorer Werkzeug und in Chrome braucht man noch nicht mal mehr irgendein Programm runterladen, sondern kann das im Browser spielen. Frutexa Metallicum, Gattung Frutexa. Ich glaube, das war ja mal. Frutexa Metallicum, Gattung Frutexa. Das war ja mal ein Run. In SRV. Schiff zurückgeordert. Ich will das jetzt eigentlich angucken, wie das runterkommt. Fahrzeugassistsystem aus. Ausgeschifft aus SRV zu Planet Zoote B6. Wieso sagt ihr eigentlich ausgeschippt? Bestimmt war Ship Out oder so. Das eigentlich, und das ist bestimmt so durch den Google-Übersetzer gehauen worden. Ah, oh, damit. Und dann hat als deutsche Textdatei hinterlegt. Deswegen muss man bei manchen Sachen, wenn man sich das dann die englische Übersetzung dazu einfallen lässt oder überlegt, dann klingt das Ganze logisch. Ich glaube, das ist irgendwie. War denn das? Könnte so ein. Von einem anderen Raumschiff sein. Und ich habe eben geguckt, am Tag, in der letzten Folge, diese roten Punkte, die ich meinte, auf dem Rücken, das sind auch irgendwelche Düsen. Das ist nichts aus dem Cockpit oder so, was schlecht dargestellt ist. Das sind, auf dem Rücken hat das irgendwelche Düsen. Ich glaube, die letzte Folge war einfach nur verhext. Das lief ja jetzt mal wie Suppe. Das Ding ist nicht tausendmal ausgerastet. Der Planet war eigentlich relativ befahrbar. Die Proben waren schnell gesammelt. 16 Minuten für 3 Stück. Das ist, glaube ich, Rekord. Unterm Schiff, Kommandant. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ja. Das muss doch diesem blöden Landecomputer auffallen, dass der direkt hier vor so einem Hügel parkt. Da machen wir es halt langsam. Klappt das bestimmt auch. Geht das auch in der Schräge? Ach, tatsächlich. Perfekt. Also war doch nicht so schlimm. Aber das war jetzt, ne? Ich habe gesagt, oh, läuft ja wie Butter in dieser Folge und dann tuck. Ohne ging das Raumschiff. Perfekt. An Bord des Mutterschiffs, Kommandant. Flugbetrieb vorbereiten. Kommandant. Massensperre. Ach, brauche ich gar nicht. Warte mal. Wie was? Muss mich da jetzt erstmal dran gewöhnen, dass ich dafür eine Taste habe. So, zu der Station möchte ich. Startsequenz im Gange, Kommandant. Fahrwerk einfahren. Wiedersehen. So optisch war der ganz hübsch, der hat so grüne Flecken, da hab ich gedacht, boah, was so viel grünes Zeugs gibt da. Aber das sieht irgendwie nur so aus. Aufladen des FSA. Betrete Supercruise Reiseflug. Festhalten, Supercruise Flug. Festhalten, super Cruise-Flug. Manchmal ist das schon witzig, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon gescannt habe, den Sektor hier. Was haben wir denn hier noch so? Ah ja, habe ich, weil ich habe ja geguckt. Und die eine Werft? Die haben, glaube ich, einmal alles. Vektor Scheiß. Oh, 12 Tage. Oh, guck mal, wie viel Sterne man hier sehen kann. Das ist ja der Hammer. Da ist auch Nebel. Auch sehr cool. Ich kann das nochmal zeigen. Also ich meinte da oben, diese zwei roten Punkte. Okay, ich kann jetzt nicht mit der Maus irgendwas machen. Das, wenn es hell ist, kann man das sehen. Das sind auch irgendwelche Antriebe oder Düsen oder sowas.
Jetzt denken Sie an Ihre Wortpersonale Rahmen ein Sicherheitsbriefingskurs Ihrer Aufmerksamkeit. Ich wollte mich ja mal darum kümmern, dass der Deutsch spricht, ne? Müssen wir das mal irgendwo notieren. Ein Hoch auf Glasfaser. Ich glaube, mein Sohn ist gerade auch am Stream. Ich lade was hoch, meine Frau guckt Fernsehen, läuft. In meiner alten Leitung, als ich mit dem Kanal angefangen habe, vor 2014 war das, da hätte ich jetzt sagen müssen, so, Feierabend, ich will was hochladen. Nein, ich habe das dann immer nachts gemacht, alle am Pennen waren, dann ging das. Also ich würde das nicht nie wieder missen. Also wenn ich nochmal umziehe, was ich nicht glaube. Ich würde auf jeden Fall Glasfaseranschluss haben wollen. Gott, klingt das scheiße. Ich muss echt mal gucken, dass ich den Windows-Typen da auf Deutsch stelle, diese Sprachausgabe. Da muss man, glaube ich, ein deutsches Sprachpaket oder das Englische wegmachen. Irgendwie sowas war das. Muss ich mal gucken, wie man das beim Flight Simulator macht, weil wenn ich das über Elite machen will, das wird man bestimmt nicht finden zu dem Programm. Aber beim Flight Simulator findet man das 100 Pro, weil der ATC das auch da so komisch ausspricht. Wenn man da irgendwas Spezielles nicht installiert hat. FSA aus. Impulsantrieb eingeschaltet. Angekommen bei Station Ballard Survey. Ballard Survey. Bestätigte Landung auf Platz 6 befindet sich bei 7 Uhr nahe der Mitte. Wenn die grüne Steuerbordnavigationsleuchte der Station rechts ist, wenn die rote Backbordnavigationsleuchte der Station links ist. Boah, dieses eklige Gold-Orange oder wie man es nennen will. Wüstenplanet, ey. Was hier für Nebel drin ist. Dampfen ja alle. Angedockt an Ballard Survey, Typ Coriolis. Dies ist eine förderungsbasierte Station. Betankt. Kosten 57 Kredit. Treibstoff 1.1 Tonnen. Schaden repariert. Kosten 1300 Kredit. Bereit zum Start. 1000. Oh Mann. Ja. Ich wollte eigentlich. Ausgeschifft vom Schiff zu sterben. Ja, egal, ich glaube, das geht auch oben. Weapon Fry E-Zone. Ja, ich find's auf jeden Fall witzig, sorgt immer wieder mal für ein Schmunzeln. Da ist sogar Fahrstuhlmusik drin. Irgendwas hat sich umgestellt in dem Spiel, zum letzten Mal so. Ja. Ah ja, genau. Das habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Man muss auf alles vorbereitet sein. Typ 4. Garantiert brandneu. Schauen Sie nur. Diese Waffen lassen sie nie im Stich. Seid aber schon so ein bisschen out of order, ne? Kann das sein? Aber... Nee, nicht aufwerten. Krempel will ich gucken. Alles, was sie benötigen, finden sie hier. Medikit. Nummer 5. Ich weiß gar nicht, wie oft mir so ein Medikit das Leben gerettet hat. Ja, da hast du recht. Bringt nämlich was im Gepäck. Brauchen sie noch was? Ach, habe ich jetzt gar nicht geguckt? Ne, habt ihr auch nicht.
Aber ihr seid doch unabhängig, meine ich. Kann man sich die ganzen Sachen auch angucken, das ist lustig gemacht. Ein bisschen abgekupfert von Star Citizen. Gibt's ja auch dieses Geschäft, wo alles ausgestellt ist. Jetzt quatsch mich bloß nicht von der Seite an. Warte mal, vielleicht hat der hier sowas. Hier können Sie Ihre Sachen loswerden. Nun, wie kann ich... Schauen Sie sich um. Wir haben alles. Außer Rabatte. Ne, die verkaufen die auch nicht. Soll mir auch recht sein. Der hat komische Augen, ne? Das ist bestimmt ein Android. So. Ich war hier an den Bankautomaten. Löse Kotex mit Wert 50.000 Kredits ein. Löse Bounty mit Wert 6.500 Kredits ein. Ach, hier gibt's nur den einen. Da muss ich gleich mal im Raumschiff den anderen gucken. An die interstellaren Gruppe, so komme ich auch nicht. Okay. Bergung. Jetzt mal gucken. Was ist das? Absturzstelle. Ja, stand das da nicht eben auch immer? Das ist aber kein Satellit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mission on Futsal Waage MB akzeptiert von Fraktion Sote Order. Schiffplan. Diese Mission läuft ab in 6 Stunden 2 Minuten. Mission on Futsal Waage MB akzeptiert Anzugplan, von Fraktion Anzugplan. Sote Order. Diese Mission läuft ab in 5 Stunden 48 Minuten. Oh. Drohungsstufe 2, das ist wieder so hart, ne? Mission und Futsalwaage MB akzeptiert von Fraktion Sote Order. Diese Mission läuft ab in 5 Stunden 51 Minuten. Mission und Futsalwaage MB akzeptiert von Fraktion Sote Life Exchange. Diese Mission läuft ab in 5 Stunden 53 Minuten. Raub ist auch mal gut. Mission aus einer POIMB akzeptiert von Fraktion Independent Congil League. Diese Mission läuft ab in 6 Stunden 4 Minuten. Ja, das ist immer. Das ist, aber warum ist das illegal? Speichert Chips. In einem Wrack. Ja, wenn wir mal da sind. Mission und Futsalwaage illegal MB akzeptiert von Fraktion Sote Blue Parsi. Diese Mission läuft ab in 5 Stunden 54 Minuten. Jetzt aber ranhalten. Ohne Verzögerung. Und die Bedrohungsstufen 2 Dinger, die werden wieder heftig. Die werden wieder heftig. Von hinten sieht es echt hässlich aus, ne? Da hänge ich wie so ein bisschen was von so einer Krabbe oder so. Willkommen an Bord, Kommandant. Einstieg ins Schiff. Ich suche eine Rettungsaktion. Kampfbelohnung. Hast du sowas? Rohmaterialien, ne. Schwarzmarkt, vielleicht eher. Du hast gar nichts. Keine Resultate bei aktiven Filtern. Was für Filter drin? Was ein, Material. Ne. Aber was für ein Typ, ne? Ein Händler. Okay. Ich habe gedacht, ich könnte die Daten hier verkaufen. Ja, dann. Sute ist ja direkt hier um die Ecke. Dann mal los, ne?
bisschen Unruhe in der Galaxie stiften. Wer hat mich denn jetzt hier auf Facebook schon wieder auf irgendwas geredet? Facebook ist so voll aus der Mode gekommen, ne? Das hat irgendwie... Jeder hat das noch so auf dem Handy, weil es irgendwie, glaube ich, mittlerweile standardmäßig drauf ist. Aber das benutzt keiner, ne? Wenn ich so gucke, in einer Berufsschulklasse, den ich da jetzt so abhänge, sind alle... also ich bin fast doppelt so alt wie die meisten von denen. Und die haben gar kein Facebook mehr. Nutzen das überhaupt nicht. All interessant. Betrete Super Cruise Reiseflug. Sprung. Festhalten. Super Cruise Flug. Ich komme mal ein bisschen flacher rein. Ich fände das noch cool, wenn wenn es bei diesem Super Cruise Flug, wenn das so Peng macht, bevor man da rein donnert. Wenn da mehr Bass drin wäre. Ein bisschen mehr Dröhnen auf den Ohren. In diese Richtung da. It's taken SIE on serum board personal I Raman I Sitcher his raving scores year out Merc Santa. Oh, das. Ich hab was vergessen. Hab mal Glück gehabt. Ich hatte ja nur den Planeten anvisiert. Ich dachte gerade, hä? Wieso bewegt sich das denn mit? Achtung, er redet wieder. Das klingt, als wenn Mark Terenzi das eingesprochen hätte. Ich gehe Brötchen holen. Ein oder andere wird den Satz von ihm vielleicht noch kennen. Ist schon gut fast 20 Jahre her, aber der war legendär. Zumindest zu meiner Zeit. Schiff erreicht Objekt B1, Kommandant. Impulsantrieb eingeschaltet. Angekommen bei Irgendwann habe ich drauf. Ich sag mal, ich erspare dir das jetzt und sag bis gleich. Bildschirmfoto. Ich hatte ganz vergessen, dass ich die Taste geändert hatte für die Pause. Eben damit die das nicht mehr sagt, diesen blöden Spruch mit diesem Bildschirmfoto. Massensperre. Ah, das ist. Was ist das? Und das sind diese Container. Perfekt. Fahrwerk ausfahren, Kommandant. Ich hätte gern, dass du hier irgendwo landest, ja. Fahrwerk ausgefahren. Böses Piratenversteck, das macht auch immer Spaß, eigentlich. Und ich? Macht der irgendwas? Ah, wollte gerade sagen, noch perfekter kann es ja gar nicht stehen. Da brauchen wir den Schneider. Gelandet. Kommandant bei geografischer Breite minus 0.69. Längengrad minus 20 Uhr und 13 Minuten. Triebwerke aus. Bestätigt, Kommandant. Anzug gewechselt auf Maverick Suit Class 2. Inhalt Schneider. Inhalt Schneider. Vom Schiff zu Planet Sute B1. Ich bin Admiral Snyder. So, dann schauen wir mal, was die Piraten denn hier so vergraben haben. Was liegt denn da? Das ist auch noch ein Wrack von so einem... Ach, guck mal.
Profilanalysator ausgewählt, Kommandant. Manzikor Intim Idator ausgewählt. Karma P15. Ja, wer sagt's denn? Astata ausgewählt, Kommandant. Aber wenn das so ist, besser. Glasfaser. Glasfaser gegriffen. Elektroschalter gegriffen. Glasfaser gesammelt. Der Schneider, ne, der braucht auch ziemlich viel Energie, finde ich. Dafür, dass das dann oft einfach nicht funktioniert. Mikroelektrode gegriffen. Glasfaser abgeholt. Glasfaser abgeholt. Boah, schade. Aber die haben doch hier immer so ein Werkzeug. Energielink bereit. Manzikor Intim Idator ausgewählt, Kommandant. Manzikor ausgewählt, Kommandant. Meine Maus gleitet nicht mehr so richtig. Sieht ihr das? Das wird immer so stockend. Das ist aber auch. Das ist eine Kackmaus, die ist zu klein für meine Hand. Ich habe echt voll die Pranken. Und Werkzeug Energielink bereit, Kommandant. Hallo. Synthetischer Erreger gesammelt. Synthetischer Erreger abgeholt. Lazarus gegriffen. Lazarus gegriffen. Schnur gegriffen. Schnur. Synthetischer Erreger gegriffen. Schnur abgeholt. Push abgeholt. Hey, da hat sich ja schon einer was rausgenommen. Werkzeug eingefahren. Werkzeug Arkkata bereit, Kommandant. Werkzeug eingefahren. Werkzeug Arkkata bereit, Kommandant. Ich glaube aber nicht, dass man das einstellen kann, dass die nicht mehr alles sagt. Profilanalysator ausgewählt, Kommandant. Energielink ausgewählt. Push gegriffen. Synthetischer Erreger gegriffen. Synthetischer Erreger abgeholt. Biochemischer Wirkstoff gesammelt. Ja. Push gegriffen. Schiff. Push abgeholt. Push gegriffen. Da wäre der Buggy jetzt doch nicht so verkehrt gewesen. Naja, wird schon, wird schon. Ach, jetzt muss ich ja auch noch einmal rum um das Schiff. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier. Ah, das meine ich. Wenn das mal weg ist, warum könnt ihr hier. Weiß man nicht, warum man hier hinten reingeht. Werkzeug eingefahren. Wird ja gesagt, hier vorne muss irgendwo eine Leiter oder sowas sein. Aber wenn man das irgendwann mal in den Griff bekommt noch, das kann ja eigentlich nicht so viel Arbeit sein. Ich meine, keine Ahnung, ich habe noch nie ein Spiel programmiert, aber wenn ich sehe, was das hier für einen Umfang hat, dann müsste das ja in Relation zu dessen ein Klacks sein eigentlich. So. Wenn man es sich selber kann, hat so eine Animation und nicht dieses, der Bildschirm wird dunkel und auf einmal sitzt man im Raumschiff drin. Kann das ja auch rudimentär machen, so wie bei X. Das ist auch nichts Besonderes. Da geht man auch nur die Leiter rein und steht dann in diesem Flur und dann ist auf der anderen Seite das Cockpit.
Selbst die haben ja arbeiten ja daran. Kompaktbibliothek gegriffen. Dass die Raumschiffe zumindest die größeren. Da haben wir mal ein Innenleben bekommen. Ja. Profilanalysator ausgewählt, Kommandant. Energielink ausgewählt, Kommandant. Waffenplan. Waffenplan gesammelt. Waffenplan gegriffen. Push abgeholt. Schnur gegriffen. Synthetischer Erreger abgeholt. Also für eine Kiste. Abgeholt. Schnur gegriffen. Mach ich mir jetzt nicht nochmal den Weg. Push abgeholt. Oder warte mal doch. Ich wollte ja mal ausprobieren. Lazarus abgeholt. Schiff? Ach ja, oben kann ich ja gucken. Wir haben zwei Dingens mitnehmen. Zwei Breach Tools und mal gucken, was in so einem Versteck. Muss ich anscheinend eh. Weil, es ist ja noch nicht vollbracht, sehe ich gerade oben rechts. Dann ist das bestimmt, weil das illegal gemarkt war, dass ich hier diese E-Breaches jetzt brauche. Um an das Objekt der Begierde heranzukommen. Du brauchst eine E-Breach, zwei Stück. Werkzeug eingefahren. Ja, schönes. Doch, macht Bock. Wollte erst heute gar nicht spielen irgendwie. Und dann jetzt hat es mich wieder gepackt. Obwohl es gerade ein bisschen bremst, weil diese Prozessoren fehlen. Zieh die? Ja. Biochemischer Wirkstoff gesammelt. Oh, was war das denn gerade so wackelig? Ich hoffe, das ist hier drin. Push gegriffen. Waffenplan gesammelt. Auch nicht. Push gesammelt. Push gesammelt. Push gesammelt. Push gegriffen. Wollt ihr mich aber flachsen, oder? Synthetischer Erreger gegriffen. Wie heißt der Schneider? Schneider White. Das verarscht mich doch, das ist doch schon wieder verbuggt. Ich hab alles mit Arsch geleckt. Ich mach das ja auch nur, um diese Prozession zu finden und für nichts anderes. Ich hab alles aufgemacht, ich hab sogar die Kisten geknackt. Pech. Pech, Pech, Pech. Ja, unauffälliges blaues Raumschiff. Ich glaube, irgendwie kann man den Schiffen auch Namen geben. An Bord, Kommandant. Einstieg ins Schiff. Haben wir. Schiff ist von der Oberfläche abgebrochen. Fahrwerk einfahren, Kommandant. Auf zum nächsten Planeten. FSA wird geladen. Betrete Super Cruise Reiseflug. FSA an. Mal gucken, vielleicht steht ja in dem Wiki von Elite beschrieben, wie diese ganzen Dings funktionieren hier, die ganzen Antriebe. Ich hatte da mal, wie gesagt, irgendwas gelesen. Hat ja auch am Anfang dieser Reihe hier erzählt. Dass ich weiß gar nicht. Ich glaube bei dem. Nicht bei dem Super Cruise, sondern bei dem anderen. Wird der Pilot in einer Art Schlaf versetzt. Und in dem Schlaf ist er auch irgendwie wach. Also ganz komisch. Ich weiß nicht mehr, wo ich das damals mal gelesen habe. Aber. Abreise aus B1. Bin mir ziemlich sicher, dass ich mal gelesen habe, wie diese, zumindest hier in der Lore, wie das funktioniert.
Ich glaube, es gibt auch Bücher über das Spiel oder über dieses Universum, aber ich glaube nicht auf Deutsch, leider. So eine Marktlücke, ne? So übersetzt sowas keiner. Guck mal gerade. Es gibt auf jeden Fall ein Handbuch. Okay. Das, ist das ein Taschenbuch? Ach was. Ja, witzig. Elite Reclamation Audio Hörbuch. War hundertprozentig Englisch. Auf Audible, ja. Schade, ne? Echt schade. Dann gibt's ein Buch. Gibt 7 Bücher. Auch ganz viele. Oh. Gibt auf jeden Fall richtig viele Bücher, aber anscheinend habe ich wieder die 7 Sekunden Regel verpasst, weil ich hier gerade geguckt habe. Sorry. Ja, also es gibt auf jeden Fall jede Menge Bücher, aber alle auf Englisch. Ich könnte das zwar lesen, bei, ja, bei so vielen Fachbegriffen weiß ich es jetzt auch nicht. Jetzt aber. Gucken, ob wir den scannen können. Scheint ja relativ klein zu sein. Aber das Handbuch ist ja auch interessanter. Da würde ich auch mal gerne reingucken. Waffenaufhängungen ausfahren. Geht keiner in die Mitte? Doch. Scan komplett mit 4 verbrauchten Proben. W. 4. High-Metal-Content-Body gescannt. Entfernung 5500 Lichtsekunden. Ach, das ist aber nicht der, wo ich eben... Nee, das ist der andere. Landbar. Tin Ammonia Etmas 4. Ja cool, das ist der andere mit den 6... Kein Gas mehr, ne? Ach guck mal, vielleicht können wir hier sogar was einsammeln hier in der Nähe. Normaler Raumkommandant, angekommen bei Planet B 4. Sieht genauso scheiße aus wie der andere. Segelflug komplett, Kommandant. FSA abklingt. Aufprallstelle. Das ist bestimmt wieder so ein Satellit. Und das ist schon wieder hier so ein. Warum muss das wieder so ein Kackgelände sein? Fahrwerk ausfahren. Aber die Optik gerade ist geil, ne? Das wäre so ein richtiges Screenshot-Bild. Landen heute noch irgendwie? Ja, nein, ja, nein, ja. Kurz vom Boden so ungeeignet. Ich mach nix, ich hab die Kopfsteuerung an. Ich habe ihm jetzt ein bisschen nachgeholfen. Geografischer Breite minus 1461, Längengrad minus 16857, Triebwerke aus.
Setze Aufklärungsfahrzeug mit Starter ab. Sehe ich das? Niedrige Schwerkraft. Hier komme ich doch nicht raus, oder? Hier ist doch ein Raumschiff. Irgendwo. Schiff verlassen. Warte mal gucken, da oben, da war es doch. Was das ist? Hier was zum Aufschneiden, das ist schon mal nicht schlecht. Datenpunkt. Ja, ein Mikro. Glasfaser, Mikroelektroden. Ja, ich habe nichts gemacht. Und nicht auf gleich gibt der Gas. Fahrzeugassistenzsystem aus. Schauen wir mal. Ausgeschifft aus SRV zu Planet Zote B4. Profilanalysator ausgewählt. Werkzeug Arc-Cutter bereit. Glasfaser abgeholt. Ist auch ein Satellit, aber irgendein anderer. Speicherchip abgeholt. Das war's? Das war alles? Ist das wirklich alles? Ja, da ist eine Klappe, oder? Aha. Den, die Art Körper habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Mikrotransformator gegriffen. Schaltplatte gesammelt. Elektrosicherung gesammelt. Ja. Ich hab Bock auf Stress hier. Willkommen an Bord, Kommandant. Einstieg in SRV. Werkzeug eingefahren. So, angeblich soll es ja hier biologisches Leben geben. Aber wie man sieht, ist ja mal einfach gar nichts. Ich kann mal dahin fahren, wo es was flacher ist. Schon mal hier sind. Und diesen Ausblick genießen, Hammer. Darum, nein, bin ich nicht. Bin ich unterm Schiff. Dafür liebe ich dieses Spiel ja wieder, ne? Das ist ja so geil. Ich muss mir die Folge eigentlich markieren. So, dann können wir hier mal kurz über das Plateau heizen, in der Hoffnung, wenn hier irgendwas sieht. Hier funktioniert das also auch. Also wenn es jetzt hier so ein Kaktuida geben würde oder so, ich würde es ja einsammeln. Mission und Fruchtsalwaage illegal im B-Ziehen wurde geändert. Palazzo Verdi zu System Zute. Also machen wir uns auf und auf hier weg. Wir haben ja noch ein paar Proben, die wir abgeben können. Unterm Schiff bereit zum Zurückholen. Ja, cool, wenn die das sagen würde, wenn es wirklich so wäre, ne? Weil jetzt ist es ja zum Beispiel nicht. Jetzt wäre der Punkt. Der Raum ist ja schon animiert, da ist auch eine Tür. Was? Warum? Schiff ist von der Oberfläche abgehoben. Fahrwerk einfahren, Kommandant. Haben die hier schön mein Schild zerdeppert? Kamen die ja tatsächlich doch noch? Massenverriegelung verlassen. Bin ich nicht auf Suite 1B? Nee. B6.
Ich glaube, guck mal. Das mit grün haben wir erledigt. Also sind die Räumchen sind noch offen. Putz. Supercruise-Flug gestartet. Erstmal entspannt weg von dem Planeten. Ich habe gerade die Atmosphäre verlassen, das konnte man gerade eindrucksvoll und schön sehen. Sagt die gleich, wenn wir das verlassen haben. Verlasse B. 4. Kommandant. Und auf zum nächsten. Ja, so macht Exploren halt Spaß, ne? Also, oder Aufträge erledigen. Wenn man nicht so viel rumballern muss oder wenn man schneller ist als die, ist auch super. Oh Gott. Ja, Mark. Eigentlich sollten das drei verschiedene Stimmen sein, laut dem Zusatzprogramm. Aber warum neuerdings immer nur die kommt, keine Ahnung. Vielleicht hat sich da auch irgendwie mysteriöserweise was umgestellt. Ah, ich habe ein Windows-Update gemacht, genau. Kann das was damit zu tun haben? Ja. Auf jeden Fall die Aliens, die hier sprechen. Ja, stimmt. Ich habe ein Windows-Update gemacht. Danach war die Tastenbelegung weg. Traue keinem Windows-Update. Meines ist ja cool, ne? Dass das vorgelesen wird, aber nicht mit dieser Aussprache. Also da muss man irgendwas dran machen. Muss da mal gucken. Ist das der da? Eigentlich, ne? Moment mal, das ist doch... Ist das abgehakt, was ich schon gemacht habe? Nee. B1. Das ist das, ne? Also müssen wir nach B6. Oder B3? In dem B3. Können wir den nicht auf B6? 5 B3 machen erstmal das. Ich glaube, das eine ist die verbuggte Mission. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Oder war das das, wo ich gerade war? Oh, dass man das echt. Ich kann das so schlecht erkennen, ne? Ich meine, das ist gelb und das ist grün. Ah, da steht dann, schließen Sie den Auftrag einmal im Terminal ab. Genau, und das steht hier nicht.
Aber... Das verstehen, ich habe doch... So gerade habe ich doch auf jeden Fall eins abgeschlossen. Genau. Davor das, das andere. Ja doch, nee, dann passt's. Dann kann ich das hier mal... Muss ich mir merken, also B1 nicht. Boah. Ich habe gerade noch geguckt, da war es viel länger. Heute ist einfach nicht mein Elite-Tag. Wupp. Schön. Aber es ist alles nochmal wie ein Anfänger, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. Läuft. Das ist vielleicht aber auch der innere Zeitdruck. Eigentlich noch was anderes machen. Oberfläche zu 50% gescannt. Was fehlt denn? Ja, das kleine Fitzelchen. Die war jetzt unnötig. Stratum. Mit 7 verbrauchten Proben. W. 3. Heimmetall-Content Body gescannt. Entfernung 5600 Lichtsekunden. 55.000 Kredits. Landbar. Tinsulfurdioxide Atmosphäre. Was hat sie denn mit ihren Credits? Hier gibt's Stratum. Erreiche Objekt B 3. Immerhin im Licht. Immerhin im Licht. Und auch noch, die soll es auch wieder Stratum geben. Mal gucken, ob wir das diesmal finden. Ich das diesmal finde. Und das ist sogar in einer hellen Stelle. Wie gesagt, ich habe mir sagen, dass diese hellen Stellen, da soll mehr sein. Ich habe mir gedacht, das ist einfach nur, weil es höher ist. Naja, es sind ja Gebirge. Da ist es relativ glatt. Verlasse Supercruise-Flug. Angekommen bei Planet B 3. Park mal ein bisschen weiter weg. Segelflug komplett, Kommandant. Abklingzeit beendet. Ich will nicht direkt so auf den Sack gehen. Bei dem Roten ist doch schön. Massensperre. Kann man hier schon was sehen von Stratum? Ich sehe kein Stratum. Gestell runter. Fahrwerk ausgefahren. Da ist Stratum. Perfekt. Bei geografischer Breite minus 5,94, Längengrad minus 97,67. Bereiten Sie sich auf Oberflächenoperationen vor. Mach ich. Und während ich das mache, sehe ich gerade auf der Zeit, wir sind durch für heute. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat und du bis hier geschaut hast, lass mir doch einen Daumen da. Und wenn du nicht verpassen willst, was wir hier finden und was da hinten an dem Wrack passiert, dann drück die Abo-Glocke und dann wirst du benachrichtigt, sobald es weitergeht. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und
Mach's gut.